Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, wie ich vom Bauingenieurwesen zum inneren Ingenieurwesen kam. Und heute wollte ich auch mal ein bisschen was Persönliches teilen. Viel Spaß beim Schauen. Ja, und zwar wollte ich heute mal ein bisschen was Persönliches auch erzählen und euch aber auch gleichzeitig Input geben. Und zwar geht es darum, wie sich mein Leben so ein bisschen gedreht hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das hat eigentlich schon so vorher ein bisschen angefangen, vor meinem Studium. Und ich war ganz normal in der Schule, erstmal auf dem Gymnasium, dann bin ich irgendwann in den 8. runter und im Gymnasium hatte ich immer noch recht viel gelernt und hatte dann auch so diesen Fokus drauf und bin da so ein bisschen da mitgegangen. Und dann kam langsam, als ich runter bin, dann auf die Realschule, kamen dann so andere Interessen in den Fokus. Und habe dann eigentlich gar nichts mehr gelernt und andere Dinge waren dann plötzlich wichtiger. Und es war immer so ein bisschen auf der Suche. Sucht ist ja auch so eine Suche. Hat man teilweise ein bisschen in der Jugend halt feiern und so weiter, klar. Alles gemacht und dann habe ich die Forst nach der Realschule gemacht und dann war mir auch schon klar, hey, ich will einfach irgendwie was studieren. Eigentlich war mir eher so klar, hey, ich will noch nicht anfangen zu arbeiten. Ich war mir noch nicht sicher, so, was ich wusste, ich war einfach nur so am Suchen. Aber was ich gemerkt habe, die Leute, die ich gesehen habe, die dann irgendwie schon angefangen haben mit Ausbildung, mit Arbeiten, die waren dann in so einem Trott drinnen und seltenst. Jetzt später habe ich immer wieder mit Menschen kennengelernt, die da so ein bisschen ausgebrochen sind. Aber irgendwie wusste ich, hey, mir war jetzt erstmal noch die Zeit wichtiger. So. Und in der Schule, da hatte ich einfach Zeit, konnte um 1 nach Hause gehen, musste mich umsonst nichts kümmern. Lernen musste ich nicht wirklich, genau. Dazu hat es dann immer gereicht, irgendwie 4er zu schreiben. Und ich habe eh keinen Schnitt gebraucht. Das weiß ich auch noch, dass diese Glaubenssätze oft noch. Ich weiß noch einmal, das war eine Realschule, da sind ganz andere Dinge, wie gesagt, so in Fokus. Mathe war eigentlich immer so, hat mir Spaß gemacht und so. Aber am Ende vom Jahr hat mich die Lehrerin irgendwie nochmal abgefragt. Und ich hatte halt einfach nicht gelernt und dann hat sie mich abgefragt und ich habe halt wirklich was gekonnt und hat sie mich gefragt so, ja, ich dachte, du hättest dir noch eine 3 anstatt eine 4 haben können. Und deswegen wollte ich dich ja extra nochmal abfragen. Ich dachte, du hast damit gerechnet. Und ich dachte mir nur so, mir ist das eigentlich völlig wurscht. Das war keine Übergangsklasse. Ich habe die Noten dich irgendwie gebraucht. So. Und mir war das einfach total unwichtig. Und ich dachte mir nur so, keine Ahnung, mir ist das wurscht, was für eine Zahl auf dem Papier steht. Schaut sich kein Mensch später mehr an. Das war mir einfach völlig egal. Ich hatte andere Interessen. Das war für mich nicht wichtig. So, ich wollte einfach nur eine 4 haben, dann komme ich durch das Jahr und da weiter und danach kann ich dann schauen, was ich mache. Aber ich muss mich damit ja eh nicht bewerben oder irgendwas. Und genauso war es dann mit dem Forsterabschluss, Fachabitur, was ich da gemacht habe. Ich wusste, ich wollte danach studieren, weil ich eben einfach gemerkt habe, hey, ich will noch nicht in diesen Arbeitstrott rein. Und dann, ich wollte einfach irgendwas mathematisch, naturwissenschaftliches studieren. Und ich hatte auch damals noch nicht so eine Ahnung, was ich da wirklich studiere. Ich habe einfach nur geschaut, was ist denn so Naturwissenschaftliches da? Dachte entweder Maschinenbau oder Bauingenieurwesen, habe mich dann auf die 2 Sachen beworben. Und habe dann angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Und dann habe ich das Studium eben gemacht. Und habe da alles Mögliche gelernt. War noch ein ganz schönes Studium. Ich habe noch mein extra Video neulich drüber gemacht. Verlinke ich mal, wenn ich dran denke, in der Infobox. Zum Studium allgemein. In dem Studium habe ich noch wirklich teilweise denken gelernt. Hatte teilweise sehr gute Professoren, die da auch wirklich einfach wollten, dass man das logisch verstanden hat. Und das machen kann und anwenden kann. In 80% der Prüfungen während meinem Studium durfte ich auch alles mit reinnehmen, an Zetteln, an Formelsammlungen oder ich durfte zumindest 2 Seiten mir aufschreiben, was ich wollte und mit reinnehmen, so klein du wolltest.
Das heißt, es ging da nicht darum, dass du irgendwas auswendig lernst in 80% der Prüfung, sage ich jetzt mal, bei meinem Studium. Und das fand ich wirklich sehr schön. Und deswegen, ich war auch nie der Typ, der da irgendwie dann großartig was gelernt hat. Nicht auf diese Art. Ich habe auf Verstehen gelernt. Und nicht auf, ja, Bulimie lernen, dieses Auskotzen wieder. Und ja, dann habe ich eben das Studium fertig gemacht. Ich war, glaube ich, mit 21 oder 22 dann schon fertig, weil ich einen Pfost gemacht hatte, war nur 12 Jahre Schule. Und dann, ja, war ich mit dem Bachelor dann fertig. Recht bald. Und dann wusste ich aber nicht so recht. Und dann habe ich einen Master in Stuttgart angefangen, nach dem Bachelor. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, irgendwie ist es nicht so das Wahre. Und habe gemerkt, irgendwie ist da noch mehr. Und ich war immer einfach nur so ein bisschen auf der Suche. Und da war ich dann schon Veganer ein paar Jahre. Und habe da immer so ein bisschen in Ernährungsrichtung gesucht. Und so während dem Master habe ich dann so gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Danach, dann fange ich irgendwie das Arbeiten an. Und dann bin ich da irgendwie, mache jeden Tag das Gleiche. Und ist das irgendwie das, was mir wirklich wichtig ist? So, das war ganz nett und so. Und mich hat das alles total interessiert. Studium war voll gut. Hat mir Spaß gemacht, habe da viel gelernt, so wie man Gebäude konstruiert, habe da ja, viel Input, viel Wissen bekommen. Und dann habe ich aber gemerkt, ey, damals ist mir dann in Stuttgart auch so ein Buch unter die Hand gekommen, war zufällig so das erste, was ich so ein bisschen in diese Richtung dann noch mehr und habe mir dann viel Vorträge von demjenigen angeschaut, auch auf YouTube. Und zwar war das Robert Betz damals. Damals hat mir das an dem Punkt, wo ich war, wirklich sehr geholfen und das Buch war, ja, willst du normal sein oder glücklich? Und dann habe ich halt gemerkt, hey, sind es irgendwie, ich habe angefangen, alles zu hinterfragen, so, sind es meine Wünsche? Ist es irgendwie mein Ding überhaupt, sowas zu machen, so einen Arbeitsrhythmus zu haben, will ich nicht vielleicht irgendwie in eine andere Richtung gehen? Ich wusste einfach noch nicht, ich war einfach noch auf der Suche, ich war recht orientierungslos. Aber dann habe ich angefangen, bei mir selber zu schauen, hey, was machen die Ängste da überhaupt aus? So? Und dann habe ich immer mehr gemerkt, hey, genauso wie ich mein äußeres Umfeld konstruieren kann und im Äußeren das Bauingenieurwesen habe, so kann ich auch mein inneres Ingenieurwesen so innen, mein Innenleben, mein inneres Wohlbefinden konstruieren. So genauso wie ein äußeres Klima, wie ich das regulieren kann, wenn ich mir zum Beispiel ein Haus baue, genauso kann ich mein inneres Klima regulieren. Und ich habe gemerkt, dass ich mich automatisch selber in Zustände bringen kann, wie ich möchte und die selber steuern kann. Habe ich nicht immer hinbekommen, aber ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Gemerkt, dass man das lernen kann. Wie am Anfang, wenn man ein Musikinstrument anfängt zu spielen. So, ich habe gemerkt, dass ich meine Gedanken, Emotionen immer mehr steuern kann. Damals war mir das noch nicht ganz so bewusst, aber jetzt im Nachhinein eben. Und habe gemerkt, hey, ich kann meine Gedanken, Emotionen lenken, steuern. Ich kann den Kontext meines Lebens bestimmen. Und es ist immer nur der Kontext. So. Für manche ist nämlich im Äußeren irgendwas das größte Leiden. Manche laufen im Marathon, das ist die größte Freude für die. Und die kriegen dadurch eine Energie und haben dadurch eine Freude. Und für andere ist es die größte Qual. So, wenn deine innere Einstellung stimmt, dann kannst du selbst durch körperlichen Schmerz wie Gelenkschmerz oder eine Krankheit mit Freude durchgehen, wenn du den Kontext bestimmst und weißt, was dahinter steckt. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich meinen Master damals abgebrochen, so nach einem Semester. Und habe gewusst, ja, jetzt erstmal einfach umorientieren. Ich habe dann damals schon nebenbei Inliner-Workshops gegeben an Schulen, mache ich immer noch, macht mir total viel Spaß. Und habe dann gemerkt, hey, jetzt möchte ich mir erstmal weiterhin Zeit für diese inneren Prozesse nehmen. Und bin eben immer mehr an diesen Punkt gekommen, hey, ja, äußeres Klima, wie in diesem Haus, was bringt es mir, wenn ich in einem schön temperierten Haus sitze, ich toll nach meinem Wohlbefinden temperiert habe, aber mein inneres Klima nicht stimmt, wenn ich irgendwie Asthma habe. Und
diese Begriffe, die sind auch so schön. Eigentlich ist es durch, ist ein indischer Lehrer, Sadhguru ist sein Name, hat einen Kanal, riesig groß, einfach, klar und logisch beschreibt er alles. Und er hat sich auch, sein Programm hat er Inner Engineering genannt. Und die Begriffe finde ich auch sehr schön einfach. So, es ist einfach so klar und logisch. Das sind Technologien, wie du wirklich deine Gedanken, Emotionen, dein Bewusstsein wieder entwickeln kannst, steuern kannst und in ein Wohlbefinden bringen kannst. Das heißt, du kannst dich einfach wieder, ich hatte jetzt gerade in den letzten halben Jahr, teilweise jeden Tag Tränen in den Augen vor Freude. Das ist ja auch was. Tränen meinen heutzutage viele. Ich dachte auch als Kind, wo ich das erste Mal jemanden irgendwie da beim Skispringen war, das weiß ich noch. Das saß ich vor dem Fernseher damals mit meiner Mutter und beim Skispringen. Skispringer ist runtergesprungen, hat super weit gesprungen, war erster Platz und dann fängt er an zu weinen und ich weiß noch, wie ich ganz verdutzt meine Mutter gefragt habe, hey, warum weint der? Warum weint der? Geht's dem schlecht? Der hat doch gewonnen und so. Für mich waren Weinen immer mit Leid verbunden. Dabei bedeutet Weinen, wenn dir die Tränen kommen, ist es eigentlich immer, wenn du in einen intensiven Zustand kommst, wenn du das Leben intensiv lebst. Das heißt, wenn du dich intensiv freust, dann weinst du genauso. Wenn du in Ekstase bist, kommen dir einfach die Tränen, Glückstränen. Und in den letzten Zeit kamen mir jeden Tag vor Glück Tränen. Einfach so, weil das Innere stimmt, weil das innere Wohlbefinden da ist. Wenn du dein inneres Wohlbefinden wieder steuerst, dann ist das Äußere nicht mehr so wichtig. Das managst du dann einfach, wie es nötig ist. Da machst du das, was dir wichtig ist. Aber du machst das, was nötig ist und bist einfach gut drauf. Das ist der Punkt. Und Tränen kommen dir einfach, wenn du in einem intensiven Zustand bist. Aber wir kennen das meistens nur noch vor Trauer, weil das der einzige intensive Zustand ist. Allem anderen gehen wir so aus dem Weg und irgendwann kommt die Wut so hoch, dass wir so in Trauer und Wut sind und Rage, dass irgendwann Tränen kommen. So, und das kannte ich auch nur daher. Ganz selten, ja. Und jetzt kenne ich sie wieder und das wünsche ich einfach jedem. Und dieser indische Yogi, einfach klar und logisch, das klingt jetzt immer so nach, ja, Guru. Es ist so einfach, klar und logisch, probier es aus. Er sagt immer, Technologien für ein Wohlbefinden. Es ist einfach, klar und logisch, du machst es, es funktioniert, es ist wissenschaftlich bewiesen. Es gibt Studien, dass bei seinem Programm innerhalb von, du machst es 6 Wochen, glaube ich, und deine Neurotransmitter, deine Gehirnentwicklung steigert sich um 240% innerhalb kürzester Zeit, 6 Wochen, wo du die Übungen machst. Es passiert einfach so, das sind Technologien, du machst es und es wirkt. So, im Äußeren gibt es Sachen, du machst die und die wirken. Und die wirken auf dein Inneres, wenn du gewisse Form und Haltung in deinen Körper bringst und gewisse Übungen machst, die dich wieder ins Gleichgewicht bringen, harmonisieren, so. Dein inneres Wohlbefinden wieder entwickeln. Und das habe ich unbewusst anfangs gemacht und jetzt immer mehr bewusster. Und mittlerweile ist es so, die äußeren Umstände sind sehr belanglos. Ich mache das, was nötig ist und bin einfach bei allem normalerweise gut drauf. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo mich dann nochmal aus dem Gleichgewicht bringen oder wenn ich mehrere Tage irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt bin. Es braucht am Anfang eine Verwurzelung. Du stärkst es immer mehr, aber du musst es täglich machen. Es ist ein langsamer Weg, dass du wieder lernst. Es ist nicht so, dass du irgendwie 10.000 Bücher, wie ich immer sage, drüber liest, sondern du machst es. Du lernst nicht davon, wie man ein Musikinstrument spielt, indem du Bücher drüber liest. Du musst es machen und da führt kein Weg dran vorbei. Und dann reicht auch nur eine kleine Flamme, wenn du zum Beispiel Wasser zum Kochen bringen möchtest. Dann reicht eine ganz kleine Flamme unter den Topf. Die muss ständig sein. Die muss kontinuierlich an sein. Und dann kocht das Wasser irgendwann. Aber wenn du mal, da kommen viele Leute zu mir und sagen, hey, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Aber dann wechseln sie ständig die Richtung. Oder machen Pausen dazwischen. Und dann ist es wie Flamme an, Wasserkühler, Flamme an, aus, an, aus. Wasserkühler ab, Wasser wärmt auf. Aber du bringst das Wasser nie zum Kochen. Wenn du es zum Kochen bringen willst, dann musst du stetig die Flamme anlassen. Reicht eine ganz kleine, minimale Flamme aus,
10 Minuten Übungen am Tag, die kontinuierlich ausbauen und dieses Bewusstsein immer mehr in deinen Alltag bringen, reicht aus. Aber du musst kontinuierlich dranbleiben, das ist das Wichtige. Über Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und auch wenn du mal einen Tag aussetzt, nicht schlimm, nächsten Tag machst du weiter. Das Problem ist, wenn dann viele sagen, oh, jetzt habe ich einen Tag, jetzt ist wurscht, jetzt lasse ich gleich bleiben. Nee, genau nicht. Ein Tag ist nicht schlimm, machst du nächsten Tag wieder. Machst du weiter. Genau. Ja. Aber das war mal so ein paar persönliche Sachen, die ich euch mal erzählen wollte, wieso dieser Wandel kam. Und ja, dann habe ich eben immer mehr Inliner-Kurse erst nebenbei gemacht und dann habe ich langsam hier diese Fachberater-Ausbildung für holistische Gesundheit gemacht, für ganzheitliche Gesundheit noch. Und dann haben wir mit Coachings angefangen und jetzt dann eben immer mehr. Der Kanal hat sich dann immer mehr ausgebaut. Und ja, anfangs ging ich noch ab und zu in das Ingenieurbüro, wo ich auch Praxissemester gemacht hatte und immer wieder dann ein paar Jahre lang gearbeitet habe, Pläne gezeichnet hatte. Und das habe ich dann immer mehr sein lassen, weil dann irgendwann, wenn die Sonne so geschienen hat, das war alles ganz nett und so, mir hat es Spaß gemacht im Ingenieurbüro, aber es war halt doch noch so, hey, mir hat irgendwann die Sonne geschienen und ich dachte mir so, mag ich lieber raus, mag ich irgendwie das Leben spüren, die Sonne auf der Haut spüren und mir die Zeit lieber anders einteilen und da ist mir das Wichtige. Und dann habe ich immer mehr Inliner-Workshops gegeben, Ingenieurbüro habe ich sein lassen. Und dann ja, langsam hier online alles aufgebaut mit den Videokursen und den Retreats mittlerweile, was super Spaß macht. Genau. Freue ich mich auch im August wieder drauf, falls ich es noch nicht mitbekommen habe. 10. bis 17. August, mitten im August in Österreich, in den Bergen, in einer schönen Hütte. Auf 1000 Meter Höhe oder so, glaube ich. Ja, wird wieder eine schöne Woche. Freue ich mich total. Ja, mitten im Hochsommer praktisch. Ja. Könnt auch gerne vorbeikommen. Genau. Ja, und dann habe ich das eben hier alles immer mehr aufgebaut. Und das ist das, was mir jetzt wichtig geworden ist. So, ich habe gemerkt, hey, wenn ich mich verändere, dann kann ich mich automatisch in einen glücklichen Zustand bringen. Und das ist einfach das, was ich dir und jedem mitgeben möchte. Aber das muss jeder selber machen. Ich kann dir nur dabei Hilfestellung geben, wie du dich selber in den Zustand bringst. Aber du musst dich selber in den Zustand bringen. Das ist der Punkt. Mittel und Wege, die kann ich dir jederzeit gerne an die Hand geben. Aber du musst sie machen und anwenden. Genau. Ja. Und vielen ist noch nicht bewusst, was für ein Gewinn da drin liegt. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen. Dass da noch so eine Ignoranz herrscht und dieses typische, ey, ich mache die Augen zu und sehe es nicht und dann gibt es das nicht. So rennen viele heutzutage durch die Welt und denken, ey, ja, jetzt, wenn ich heute das mache, wenn ich heute irgendwie mich zuschütte und so, dann bin ich ja kurzfristig glücklich, ja, kurzfristig. Aber du schädigst dich damit dauerhaft. Und dieser Alkohol, Drogen erzeugen einen Zustand, eine Chemie einfach nur in deinem Körper, die kannst du auch selber in dir erzeugen. Du kannst diese Zustände auch selber in dir hervorrufen. Und das ist so wichtig zu lernen. Und dann, das habe ich irgendwann auch gemerkt, und irgendwann habe ich einfach aufgehört, ab und zu mal was zu trinken, weil es nicht mehr notwendig war. Nicht so, dass ich das dann irgendwie aufhören wollte, sondern es war einfach nicht mehr nötig. Ich war in einem glücklichen Zustand. Ich war jeden Moment so drauf, wie als hätte ich einen geraubt, wie als hätte ich was getrunken. Es war nicht mehr nötig. All diese Rezeptoren, all das ist in unserem Körper vorhanden. Die Frage ist, ob du es durch äußere Mittel stimulierst, wobei du deinen Körper schädigst und auf Dauer dir kein Glück bringst, oder ob du es durch innere Prozesse immer mehr entwickelst, stabilisierst, steuern kannst und selber regeln kannst. Du kannst dich in einen völlig ekstatischen Zustand bringen, von alleine, und im nächsten Moment dich völlig bewusst wieder klar aufstehen, rausgehen, deine Steuererklärung machen.
Und vorher schaut dich jemand an und denkt, du bist irgendwie Verrückter, der da irgendwie in der Ekstase rumsitzt und dir plötzlich einfach irgendwie Tränen aus den Augen laufen und irgendwelche Emotionen hochkommen. So kannst du das steuern und regeln. Und das wünsche ich jedem, diese Erfahrungen wieder zu machen, das wieder zu lernen. Genau, das sind, denke ich, ganz schöne abschließende Worte. Und jetzt läuten auch die Kirchenglocken zum Abschluss. Macht's gut, Leute. Ciao.